Hallo, mein Name ist Ralf Buchner und das hier ist der Weihnachts-Walkthrough durch die UP-Ausgabe vom Dezember 2021. Und das Jahr 2021 geht zu Ende und mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns sozusagen versöhnlich. Es geht nämlich um gute Basis und individuelle Stärken. Wir sprechen über das Praxisklima im Team und das ist gerade zu Zeiten von vierter Corona-Welle und so weiter und so fort. Ein gutes Thema, um nochmal alles zusammenzufassen und klar zu machen. Und 2021 war gut, weil wir trotz Corona alle Praxen offen hatten und wir dabei helfen konnten, dass die Patienten gut versorgt werden. Und darauf können, glaube ich, alle Therapeutinnen und Therapeuten stolz sein. Und eine Überraschung gab es dieses Jahr auch. Nein, nicht die Wahl, sondern die Ärzte haben alle Therapeuten überrascht mit der Ankündigung auf dem letzten Deutschen Ärztetag, der jetzt im November stattgefunden hat, dass sie plötzlich offen für Direktzugang sind und dass damit verbunden natürlich sie fordern, dass es irgendeine Form gibt von Überwachung, wie der Direktzugang abgewickelt werden soll. Das heißt, die Ärzte sind jetzt weiter als die Politik, die aber in den Verhandlungen der Ampel auch schon angefangen hat zu sagen, wir wollen das mal ausprobieren. Dies und vieles mehr steht in der aktuellen UP-Ausgabe, die man sich im Dezember wunderbar nehmen kann, sich an den warmen Ofen setzen, einen Glühwein dazu trinken, wenn man schon nicht rausgehen kann zum Weihnachtsmarkt. Und deswegen habe ich auch die Mütze hier schon mal aufgesetzt, weil draußen geht ja nicht. Und dann kann man das in Ruhe lesen. Und wir sehen uns dann wieder im Januar, wenn es Start ins neue Jahr gibt. Und da bin ich mal gespannt, wie der Start ins neue Jahr klappt. Ob das so ist wie letztes Jahr, wo es sich so ganz langsam macht oder ob wir richtig durchstarten möchten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute für die kommenden Feiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr, guten Rutsch und wir sehen uns dann wieder in 2022, hoffentlich mal wieder irgendwo persönlich. Tschüss.